Wir sind hier beim Granitquell in den Christlihügeln. Wir sollen Bud mitnehmen, dass er uns einen Troll einfängt. Das Blöde ist, der Arsch greift alles an, was irgendwie unterwegs in der Nähe ist. Ich habe keine Ahnung, warum das auf einmal so ist. Das habe ich noch nie erlebt. So, jetzt einmal hier runter, bitte. Wo bist du denn? Und der hat halt wirklich fast kein Leben. Der hat halt wirklich fast kein Leben, der Trottel. Ich habe keine Ahnung, warum der so der steht auf aggressiv. Warum steht er denn auf aggressiv? Ich habe das nicht eingestellt. So, da machen wir den hier. Alter, wo will der denn noch hin? Dann den hier. Ich hab keine Ahnung, warum der auf aggressiv stand. So, die Quest ist fertig. Aber ich guck da auch nicht hin, ob der aggressiv ist oder nicht. Egal. Egal. So, dann geben wir die Quest jetzt ab. Was kann ich für euch tun? Was nehmen wir denn? Schlechter. Viel schlechter. Ich nehme einfach mal das Ding. Ich nehme das hier zum Verkaufen. So, jetzt haben wir hier drüben eine Quest. Was habt ihr im Kopf? Waffenstillstand. Drakuru am Granitquell möchte, dass er in der Nähe seines Käfigs das stumpfe Schnitzmesser benutzt und dann mit ihm spricht. Also, einmal hier draufklicken. Aua, das blutet. Achso, wir müssen das benutzen. Wie geht's denn so, Mann? So, wir schütteln seine Hand. Grüße, und gehen einen Pakt mit dem Teufel ein. Fiole der Visionen. Drakuri am Granitquell möchte, dass ihm eine magieerfüllte Piole, einen Wassergraswedel und drei Dunstblätter bringt. Mann, so, da drüben gibt's Reagenzien. Ich hab den guten Stil. Eine magieerfüllte Piole. Ich will mal kurz gucken. Gabe der Wildnis. Das, welches war besser hier? Das hier. Flintgrassaat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann haben wir das nämlich auch mal. Das kann weg, das Zeug. Und hierfür brauchen wir wilde Federranke. Okay, dann können wir das nämlich auch machen jetzt. Ich will noch mal kurz verkaufen, was wir nicht brauchen. Also alles Graue vor allem. Das weg, 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 weg. Weg. Das war der, den wir eben gekriegt haben. Ja, der kann weg. Okay. So, dann sammeln wir jetzt einmal Zeug ein. Die sind schnell gemacht. Drei von denen. Da ist noch eins.
So, Wildwasser gibt's da vorne im Wasser drin. Zack, einmal runter bitte. Da vorne haben wir einen. Ja, nerv mich nicht. Ich habe gesagt, nerv mich nicht. Achso, wir haben doch Wasser gestaut. Ja, bringt auch nichts, wenn wir betäubt sind. Jojo, als ob du mit hier rauskommst, ne? So, ja, dann haben wir alles. Wir haben die Piole und das andere Zeug haben wir auch, okay. So, dann einmal das hier. Interpretationssache. Drakuru möchte, dass ihr 5 Flaschen gefrorenes Mojo von den Drakari-Trollen in den Ruinen von Drakzin beschafft und anschließend das Elixier bei Drakurus Kohlenbecken Haltet trinkt. euch. Und hier haben wir noch eine Quest. Da müssen wir jetzt die Leiche darüber bringen. Was ihr wolle. Geiselkebab. Brigmon am Granitquell möchte, dass ihr eine mumifizierte Trollleiche zum Mac-Fersen bringt und sie dort ins Feuer werft. Haltet euch vom So, wir nehmen hier eine Leiche mit. Gehen hier rüber. Werfen die ins Feuer. Und Quest fertig. Die angesenkte Geisel. Hallo? Laber nicht, gib mir die Quest. Wie geht's? Die angesenkte Geisel. Mag beim Granitquell möchte, dass ihr seinen Grog benutzt, um 20 ausgemergelte Geiseltrolle in Traktaron zu Auf verbrennen. dann. Alles klar. Und hier drüben haben wir noch eine. Hallo, Mann. Schimmerkappeneintopf. Brigmon am Granitquell möchte, dass ihr 5 schimmernde Schneekappen und 5 Eisschlangenaugen in den Ruinen von Drakzin und 5 Süßwurzeln aus Zephalak sammelt. Später. Also, wir müssen ja eh wieder hier runter. Das eine gibt es hier vorne im Schnee. An den Bäumen. Deswegen heißt ja auch Schneekappe. Da ist noch einer. 5 brauchen wir. Und wir sehen die ja auch oben auf der Minimap. So, die haben wir. Dann müssen wir jetzt hier runter. Müssen hier killen. So, also von den Trollen bekommen wir das gefrorene Mojo. Eins haben wir, glaube ich, schon. Ja, eins haben wir schon. Und von den Eisschlangen bekommen wir die Eisschlangenaugen. So, da haben wir noch ein gefrorenes Mojo. Ja, greif du nur von hinten an. Drecksau. Ja, das Blöde ist, das ist halt wieder so eine bescheuerte Drop-Quest, wo man ewig für brauchen kann. Einfachere Möglichkeit wäre Auktionshaus. So, da haben wir ein Auge. Ich glaube, der Todesritter, Quatsch, der Paladin hier drüben, der macht auch die Quest.
Ach, was mir bei den Quests. Der ist ja immer noch da. Ja, das sieht auch so aus, als wäre das ein Bot. Kann man daran erkennen, dass sie meistens erstmal stehen bleiben, bis die, nachdem der Gegner tot ist, sie immer nur einen angreifen. Also ich als 80er DK würde hier mal schön einen Gruppenpull machen. Und weil sie nur Pferde benutzen. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich funktioniert das mit den Bots nicht so richtig, wenn man einen Flugmount nehmen würde. Wie viele haben wir denn jetzt? 4. Okay. Und 2 Augen. Immer noch 2 Augen. Also bei sowas am besten immer erstmal kurz beobachten. Da der zum Beispiel, der Hexenmeister, der dreht sich auch die ganze Zeit im Kreis gerade. Ja, aber der hat jetzt einen Flugmount benutzt. Ich weiß halt nicht, ob das mit Flugmount auch funktioniert, weil ich habe jetzt auch vor allem nur Todesritter bisher gesehen, die das machen. Du hast in Burning Crusade wirklich die ganze Zeit so 10 Todesritter in fast jedem Gebiet rumlaufen, die eindeutig Bots sind. Also einfach mal beobachten. Normalerweise, die können auch Quests machen, aber die stehen die meiste Zeit da, nachdem ein Gegner tot ist, benutzen dann das Pferd, reiten weiter, reiten zum nächsten Gegner und greifen halt immer nur einen an. Und wenn man sie anschreibt und dann der eine zum Beispiel, wusste ich nicht, dass das ein Bot ist, weil der gequestet hat. Da war in den Zangermarschen gibt es doch die Behüterin Lesa O, die da unten mit ihrem Tiger steht und die Riesen beobachtet. Fungusriesen sind es, glaube ich. Und ja, die Behüterin Lisa O war tot. Und ich habe geschrieben, dass die gerade eben von einer Menge Fungusriesen getötet wurde. Da kam als Antwort Wululu. Ganz komisch. So, die haben wir auch. Ich mache hier mal kurz ein bisschen Küchnerei. So, dann haben wir jetzt das Zeug. Wir gehen jetzt hier zum Feuer. Nein, noch nicht. Ach komm, ich habe keine Lust hier zu warten, bis der weg ist. Also die schreiben dann ganz komische Sachen. Am besten anflüstern. Alter, hau ab. So. Was? Das will ich doch gar nicht. Wo ist denn das andere? Gefrorenes Mojo. Hier. So, jetzt können wir hier unsere Belohnung abholen. Ich nehme erstmal einfach das hier.
Opfer müssen erbracht werden. Drakuri möchte, dass ihm das Auge des Propheten zum Kohlenbecken in Sepalak bringt. Ihr müsst Simbus Mojo einsammeln, um Drakurus Elixier dort benutzen zu können. Seid vorsichtig. Alles klar. So. Wir holen jetzt nur noch die Süßwurzeln. Und dann... Hallo? Scheiß Büsche da. Bäume. Da ist was zum Einsammeln. Ja, und dann mache ich auch Schluss für heute. Ich habe ja... Habe ich es gestern erklärt oder heute? Gestern, glaube ich. Dass ich euch halt länger Möglichkeit gebe, die wegen dem Winterhauchfest. Deswegen, da werde ich heute nur 4 Folgen aufnehmen. Ich guck gerade, da drüben ist noch eins. Werde ich heute nur 4 Folgen aufnehmen. Und dann aller Voraussicht nach am Donnerstag, nee, am Samstag. Komm, die eine können wir noch machen hier. Auge des Propheten gibt's, glaube ich, bei ihm hier drüben in der Hütte. Noch eins tiefer. Ist er tot? Nö, da ist er. Au. So. Dann wieder Flugmount. Jetzt müssen wir hier vorne zu der Kohlenpfanne. Müssen da das Elixier trinken. Und. Wie geht's denn so, Mann? Mögen die Geister. Hä? Wir haben doch Simbus Mojo mitgenommen. Hä? Wir haben doch hier Simbus Mojo. Ach, scheiße. Wir müssen ja hier noch das Auge holen. Ja. Verpeilt. Nein. So, das Auge entfernen und hier abgeben. Das Herz der Uralten. Drakuri möchte, dass er zur höchsten Kammer beim Holzfällerposten Blauhimmel geht und dort nach dem Herz der Uralten sucht. So, wir werden uns einmal hier drauf begeben. Wir machen jetzt Ruhestein. Und viel fehlt hier auch nicht mehr, das ist gut. Ja, und wie gesagt, wir werden dann morgen Donnerstag fängt das an. Heute das Video kommt. Wir werden dann ab morgen, also 29. werden wir das Winterhauchfest machen. Alles klar. Dann, was gibt's hier noch? Ach, Angelquest. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.